Servus meine Lieben und herzlich willkommen bei diesem neuen Video. Freut mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Beim letzten Mal waren wir ja fleißig und haben am Corrado die ganzen Scheiben rausgeschnitten. Dabei ist natürlich einiges an Unordnung durch die Teile vom Corrado, die jetzt in der Halle herumliegen, entstanden. Das gilt es jetzt als erstes zu bereinigen. Danach gehen wir direkt zum G60 über und schauen uns als allererstes den Scheibenrahmen an. Der ist ja besonders rostig und da bin ich vor allem gespannt, was sich darunter verbirgt. Dann gehen wir zu den ganzen anderen Roststellen über und das ist das, was heute in diesem Video passiert. Viel Spaß mit diesem Video. So, wir haben bereits den nächsten Tag, gestern war es dann doch ein bisschen zu spät, um noch am Corrado weiterzuarbeiten, aber wir haben schon mal alles sauber gemacht, schön zusammengeräumt. Somit hat das jetzt alles eine schöne Ordnung und heute können wir so richtig am G60 loslegen. Daher, dass das Entrosten eine ziemlich staubige Angelegenheit werden wird, müssen wir als erstes die GTIs zudecken. Daher, dass es jetzt ja sehr staubig werden wird beim Entrosten, haben wir jetzt mal im Innenraum so gut wie möglich die Sitze und alles zugedeckt, weil wir uns dadurch im Nachhinein einiges an Reinigungsarbeit ersparen können. Wir starten jetzt vorne mit dem Scheibenrahmen. Dazu werde ich als erstes, glaube ich, einen Winkelschleifer verwenden und so einen Drahtbürstenaufsatz für den Winkelschleifer. Das sollte eigentlich ziemlich gut funktionieren, damit habe ich immer gute Erfahrungen gemacht. Damit müsste ich eigentlich ziemlich gut hier in die Ecke reinkommen und damit versuche ich das jetzt als allererstes. Winkelschleifer liegt bereit. Hier ist alles abgeklebt und sauber. Gehörschutz ist bereit, Schutzbrille ist drauf. Jetzt können wir starten. Also wie man gesehen hat, geht das richtig schnell, dass sich die Flex hier so in einem Plastik verhadert. Deshalb da unbedingt aufpassen. Wie man sieht, habe ich jetzt mit dem Drahtbürstenaufsatz das innere Blech schon mal komplett blank gemacht. Das sieht jetzt auch schon richtig gut aus. Man sieht zwar noch überall diese Rostporen, aber die Drahtbürste hat den Rost richtig herausgerissen quasi. Und damit kann man jetzt eigentlich richtig gut arbeiten. Hier bei dem Stück, wo so ein bisschen Spachtelmasse drauf ist, werde ich jetzt erstmal versuchen, mit einem Schraubenzieher und dem Hammer das runterzuklopfen, weil dann ersparen wir uns einiges an Staub. Aha, ich erkenne hier jetzt schon mal Schweißpunkte. Das heißt, hier ist mal irgendwas geschweißt worden. Interessant. Gut, also das meiste von der Spachtelmasse haben wir jetzt also schon mal herunten. Und eigentlich sieht das Ganze halb so wild aus. Ich habe keine Ahnung, was hier genau passiert ist. Vielleicht ist hier mal ein Baum draufgefallen und dann haben sie das irgendwie neu eingeschweißt. Oder vielleicht war der Scheibenrahmen hier auch schon mal durchgerostet und deshalb haben sie ein neues Stück eingeschweißt. Keine Ahnung, aber ich glaube, damit kann man arbeiten. Beim Spachtelmasseschleifen ist es sehr empfehlenswert, so eine Atemschutzmaske aufzusetzen, weil das natürlich nicht so gesund ist, was da rauskommt. Also ich habe jetzt fast mal die Hälfte vom Scheibenrahmen abgeschliffen. Im Großen und Ganzen ist der Zustand unter dem Rost gar nicht so schlecht, also das ist alles noch brauchbar. Natürlich ist in den Poren drin noch ein bisschen Rost, aber das regelt der Rostumwandler. Und hier unten, wo schon mal geschweißt wurde, da war der Rost schon etwas länger dran und da war das Material eben nicht mehr so dick. Und hier werde ich einfach ein kleines Rechteck einschweißen. Damit sich der Winkelschleifer einmal abkühlen kann, habe ich hier in der Zwischenzeit diese Delle hier innen drinnen rausgeholt. Die ist schon mal raus, also die Fläche hier ist jetzt eben. Das tauschen wir aus, das wird neu eingeschweißt. Dieser Punkt hier unten wird auch neu eingeschweißt. Der drübere Teil vom Scheibenrahmen und der untere Teil, der gehört auch noch entrostet.
Und während sich der Winkelschleifer jetzt mal abkühlt, schauen wir den Rest des Autos durch, wo sich denn überall Roststellen befinden. Und wir fangen jetzt einfach gleich hier vorne an, am inneren Kotflügel quasi. Aber das sieht alles ziemlich massiv aus. Ich habe auch hier den Rostentgegner in der Hand, also jede rostige Stelle hat Angst vor diesem Schraubenzieher. Hier sind die Corrado sowie die Golf 2 und auch die Golf 3 sehr anfällig und wir testen das jetzt einfach mal aufs Härteste. Nee. Alles gut. Hier unten ist schon mal der Einstieg ein bisschen rostig, aber ich glaube, das ist nur oberflächlich. Ja, das ist alles sehr massiv. Ja, das sieht auch alles top aus. Ja, das sieht alles echt richtig gut aus. Okay, dann gehen wir am Einstieg weiter nach hinten. Das ist alles ziemlich gut versiegelt worden. Hier haben wir ein paar Rostbläschen. Aber auch nichts Schlimmes, nur oberflächlich. Dann gehen wir hier am Einstieg weiter. Das sieht alles richtig gut aus. Hier hinten sind sie auch sehr anfällig. Aber auch hier. Richtig massiv noch und innen. Auch perfekt. Hier außen, rechts hinten am Einstieg, sehen wir optisch, also von außen schon, ein paar Rostbläschen. So wie die hier. Mhm. Aha. Da haben wir das erste Loch im Einstieg. Anscheinend nur eine sehr kleine Stelle. Aber da war schon mal jemand dran, weil da ist ein bisschen Spachtelmasse drüber. Sieht aber irgendwie so perfekt rund aus. Vielleicht waren hier mal so Seitenschäler dran geschraubt oder irgendwas. Okay, gut, also das hintere Eck vom Einstieg hat ein paar rostige Stellen, aber nichts großartig Tragisches. Das werden wir natürlich alles abschleifen, um zu sehen, was sich wirklich dahinter verbirgt. Hier innen drinnen im Radlauf sind sie auch sehr gerne, vor allem hier in diesem Bereich, durchgerostet. Egal ob Golf 2, Golf 3 oder Corrado. Das ist gar nichts. Richtig sauber. Radlauf hat oberflächlich innen drinnen. Da ist sogar noch die originale Kante, die ist sehr selten mittlerweile bei den Corrados, weil die damals natürlich immer umgelegt worden ist, um schön breite Reifen fahren zu können. Aber hier ist sie sogar noch original. Und hier haben wir die erste Rostblase am Radlauf. So, der Radlauf ist im Großen und Ganzen eigentlich gar nicht so schlecht. Hier müssen wir natürlich auch runterschleifen. Innen drinnen schauen wir uns genau den Tankstutzen an. Da sind die nämlich sehr gerne rostig, auch die Golf 2. Es ist nichts von Rost zu sehen und auch die Stoßdämpferaufnahme sieht richtig gut aus. Das scheint alles ziemlich in Ordnung zu sein. Nein, das sieht alles echt gut aus. Das ist sehr gut, weil es ist eine echt blöde Stelle zum Schweißen. Aber das passt soweit. Corrado G60 Heckblech, auch gerne sehr rostanfällig. Mal schauen, ob man was findet. Scheiße, da gibt es ja doch einiges zum Schweißen. Das hört ja gar nicht mehr auf. Aber es ist ein altes Auto, damit war es zu rechnen. Ja, hier ist wieder alles in Ordnung. Das müssen wir dann also hier komplett rundherum mal alles blank machen, damit wir eben das komplette Blech sehen können, wie es eben darunter aussieht, unter dem Unterbodenschutz und unter dem Lack. Da wissen wir jetzt schon mal Bescheid und jetzt können wir weitergehen. Am Abschlepphaken ist unter sehr viel Unterbodenschutz auch sehr viel Rost versteckt. Ich bin bis jetzt zwar noch nirgends durch, aber ich glaube, das wird nicht mehr lange auf sich warten lassen.
da ist so richtig ein halber Zentimeter teilweise Unterbodenschutz drauf. Und darunter ist einfach nur Rost. Aber bis jetzt nichts durch hier. Das muss auf jeden Fall auch alles komplett blank gemacht werden. Okay, die Seite ist noch massiv. Okay, das sollte noch gehen. Letztes Mal, als wir die Stoßstange abgebaut haben, ist mir schon dieses Eck hier ins Auge gestochen. Und ich habe gedacht, dass das die schlechte Seite ist und das rechts drüben die gute Seite. Aber naja, wenn das drüben rechts die gute Seite ist, nachher möchte ich gar nicht wissen, was ich hier jetzt verbirge. Ich glaube, da brauche ich gar keinen Schraubenzieher. Klingt sehr knusprig. Tja. Um Gottes Willen. Gott sei Dank noch gut. Okay, damit habe ich nicht gerechnet, aber anscheinend haben wir beim Heckblech einiges zu tun. Also das haben wir jetzt freigelegt. Das müssen wir dann auch komplett blank machen und uns genau ansehen. Und hier unten geht es dann gleich direkt weiter. Klingt nämlich auch richtig crunchy. Es ist genau hier dieses Verbindungsstück zwischen Seitenteil und dem Heckblech, wo es eben hier drin zum Rosten angefangen hat. Und hier sieht man wieder sehr gut, wie es aussieht, wenn man bei dem Lackieren keine gute Vorarbeit leistet und sich zu schade ist, auch um die Ecken zu schleifen. Dann hält der Lack einfach nicht. Und darunter kann sich dann wieder schön Wasser ansammeln und dann rostet es wieder. Am linken hinteren Radlauf, den habe ich mir jetzt durchgesehen und bei dem habe ich jetzt mal gar nichts entdeckt. Der sieht extrem gut aus. Nicht mal eine kleine Rostblase, gar nichts. Innen drin dasselbe. Alles richtig sauber. Kein bzw. kaum Rost. Auch hier unten, wo sie gern alle rostig sind, ist gar nichts. Stoßdämpferaufnahme sieht richtig gut aus. Und auch hier hinten ist auch alles tipptopp. Der Einstieg auf der Fahrerseite, der ist tipptopp. Den habe ich nämlich vor 5 Jahren komplett, also bis hierhin, neu eingeschweißt, da die Vorbesitzerin damit einen kleinen Unfall hatte und der Einstieg dann hier so in dem Bereich nach oben eingedrückt war. Das war nicht so schön und die Delle hat man auch kaum mehr rausbekommen. Deshalb habe ich gleich den ganzen Einstieg neu eingeschweißt und deshalb ist der zum Glück tipptopp. Ich habe mir jetzt die Ersatzradmulde angesehen. Da habe ich jetzt eigentlich nicht wirklich viel gefunden, außer diesem kleinen Fleck hier, aber da ist gar nichts durch. Und sonst auch der Kofferraumbereich innen und auch bei den Stoßdämpferaufnahmen links sowie rechts passt alles soweit. Also das sieht ziemlich gut aus. Okay, wir haben uns jetzt also das ganze Auto durchgesehen. Das meiste vom Auto ist weitestgehend rostfrei. Rechts hinten der Einstieg, das Heckblech komplett. Vorne eben beim Scheibenrahmen die 2 kleinen Löcher. Aber sonst eigentlich gar nicht so schlecht. Das Heckblech wird aber einiges an Arbeit sein. Einige von euch haben kommentiert, dass ich unbedingt dort nachsehen muss, wo die Batterie montiert ist, da sie dort anscheinend sehr gern rostig sind. Das sieht eigentlich komplett rostfrei aus. Hier unterm Kabelstrang, hier liegt eine rostige Mutter, aber unter all dem Dreck verbirgt sich anscheinend kein Rost. Ein bisschen hier auf der Seite. Aber sonst ist der Bereich zum Glück top. Wir haben jetzt ja schon einige Roststellen gefunden. In der Zwischenzeit hat sich der Winkelschleifer abgekühlt. Jetzt können wir hier am Scheibenrahmen weitermachen. Ich habe jetzt den kompletten Scheibenrahmen rundherum fertig entrostet, so gut es ging. Und hier unten im Eck habe ich noch 2 kleine Rostlöcher entdeckt. Da werde ich dann beim nächsten Mal auch ein kleines Rechteck quasi rausschneiden, das dann neu einschweißen. Das gleiche auf der anderen Seite, nur eben hier außen. Für heute wird eben der bekannte orange Rostumwandler seine Arbeit leisten, bis wir eben den Rest dann einschweißen. Und wenn der Rostumwandler dann eingewirkt und trocken ist, kommt dann eine neue Grundierung drüber. Was bei so Rostumwandlern nämlich cool ist, in den Poren bleibt ja immer ein bisschen Rost drinnen. Und so ein Rostumwandler, der wandelt eben den Rost quasi um, dass es wieder quasi brauchbares Metall ist. Also das ist ein chemischer Vorgang und dadurch ist das Metall eben wieder halbwegs brauchbar. Und rostet im besten Fall nicht weiter. Das kann immer ruhig eine satte Schicht sein. Und wenn es trocken ist, kann man auch ruhig noch eine zweite Schicht drauf sprühen.
Und wie man sieht, das Violette bzw. Lilane hier, da sieht man gut, dass der Rostumwandler jetzt schon mit dem Metall reagiert. Der leistet jetzt seine Arbeit bis zum nächsten Mal, wo dann die Grundierung draufkommt und wir die Löcher einschweißen. Und wenn dieser Scheibenrahmen dann fertig ist, dann gehen wir nach hinten zum Einstieg über. Vom Einstieg geht es dann ans Heck, rundherum bis auf die andere Seite und dann sollten wir hoffentlich alle Roststellen beseitigt haben. Für heute sind wir also fertig, war wieder einiges an Arbeit und wir sind jetzt zum Kastanienbraten eingeladen, das dürfen wir uns natürlich nicht entgehen lassen und in diesem Sinne vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.